Was? Dann raus. Was, bist raus? Nein, Wasser raus. Kommandanten, sind Sie wirklich hier oder bilde ich Sie mir nur ein? Tut mir leid, ich sitze hier schon eine Weile fest und das Terrazin bekommt meinem Verstand nicht gut. Wirklich nicht gut. Falls ich Sie mir nicht nur einbilde, haben Sie doch bitte ein Auge auf meine Abbaubots. Da draußen macht sich wohl irgendjemand an Ihnen zu schaffen. Ich habe ihn zwar eingesaugt, aber er wurde nicht erkannt, dass es Rotos ist. Der Feind ist Flug. Essenzverschwendung. Dann gehe ich auf Urmutterlisten. Wo die haben Kursar. Ach wohl, egal. Kursaren? Ja, woraus du natürlich Spezialität für Luftabwehr war. Ich werde mich weiter. So, wir. Oben schon wieder. Alter! Wie gut er ist. Der Feind ist auf dem Weg zu unserer Basis. Mirasim, entzündet eure Klingen. Ja, oh, der ist ja voll weggeflogen, der Junge. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Oh, ich habe einen Geysir geortet, der schon bald aktiv wird. Bitte eskortieren Sie den Abbaubot, den ich dorthin entsende. Nein! Oh, fuck. Ich würde mich noch mit tiefen Tunnel noch wegholen. Leider sagt so der Gegner so nein. Gegner sagt. Nein. Ich füge mich. Clever. Mein Bot macht sich jetzt auf den Weg. Er ist vollautomatisiert, also müssen Sie ihn eigentlich nur am Leben halten. Am Leben? Ja, er lebt! Er lebt! Oh, Entschuldigung. Das ist jetzt schlecht, dass du jetzt das da hinten gemacht hast. Damit haben wir kaum Zeit, dort hinten das zu machen. Ich wusste ja nicht, dass sie durchrennen hier runter. Der Feind bewegt sich auf meine Bots zu. Ich wusste, ich hätte ihnen mehr Selbstschussanlagen einbauen sollen. Das ja, gibt es doch nicht. Wir haben den Dingens gefokust. Ich habe doch nur noch die hier übrig. Begrenzt Zeit, dem Belschiergleiter das Leben zu retten. Vergessen Sie ihn nicht. Vergessen zu werden ist nicht sehr angenehm. Weitere Geysire werden in Bälde aktiv. Fragen Sie.
Sie nicht, woher ich das weiß. Ich habe meine Quellen. Schattenwache einsatzbereit. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Upgrade durchgeführt. Dichte 3 hin, 4 im Sinn. Meinen Berechnungen zufolge wird der Belschir-Gleiter bald sterben. Ihnen bleibt nicht mehr viel Zeit, um ihn zu retten. Passt auf euch auf, Bots. Sie werden ja so schnell erwachsen. Papa hat euch lieb. Vergesst das nie. Ah, da kommen die Bösewichte. Zu wem gehören die doch gleich? Guten Morgen, werte Kommandanten. Okay. Aufstehen! Der Gegner verspeist gerade meine Bots zum Frühstück! Clemming, steht uns bei! Ich verdrück mich immer. Eine äußerst erfolgreiche Terrazin-Förderung. Jetzt muss der Bot nur noch sicher nach Hause gelangen. Wunderbar, die Bots machen sich auf den Rückweg. Ich brauche das Terrazin für meine Experimente. Die Basis eurer Verbündeten. Unsere Feinde provozieren uns. Wir werden antworten. Oh, schauen Sie mal, Bots. Ach, das sind ja meine. Und Sie haben Terrazin dabei. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Ich glaube, ich habe jetzt knapp die Hälfte des benötigten Terrazins. Ich muss wohl mehr Bots aussenden. Nur eins bedeuten. Mehr Geysire! Sagen Sie, haben Sie auch etwas von dem extrahierten Terrazin gerettet? Nein? Na gut, nicht so schlimm. Warte. Da ist ein Korsar gerade in euch vorgeflogen. Meine Bots wollen sehnlichst zum Terrazin. Die sind ziemlich ungeduldig. Deshalb lasse ich sie jetzt einfach raus. Feinde bewegen sich auf meine Bots zu. Wie können die nur so gemein sein? Die machen Kleinholz aus meinen Bots oder eher Kleinmetall. Feindliche Streitkräfte nähern sich meinen Bots. So tun sie doch endlich was.
Da-da-da. Meine Bots kehren zur Basis zurück. Seien Sie vorsichtig, werte Kommandanten. Da draußen geht es zu wie im Urwald. Meine Bots sind wieder da. Das bedeutet, es ist Zeit für Tee. Das Tee steht für Terrazin. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Unsere Feinde nähern sich. Macht euch zur Verteidigung bereit. Stärke. Braver Junge, ja. Willkommen zu Hause. Ich hab dich so vermisst. Ich hab mich schon gefragt, wo denn die Bären auf dem Frieden bleiben. Oder sind sie ja? In der letzten Runde waren sie nämlich nicht dabei. Die Hälfte von dem, was ich benötige. Die Geysire zeigen sich wieder. So wie es Belshir in all seiner Weisheit vorhergesagt hat. Machen Sie sich bereit! Wir befinden uns in Gras. Ich bin hier im Schatten. Botsblitz! Was denn? Ich finde den witzig. Und Belshir lacht auch jedes Mal, wenn ich ihn erzähle. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Diese Standbilder gerade wieder. Feindliche Streitkräfte sind hinter meinen Bots her. Haben die denn überhaupt keine Achtung vor der Wissenschaft? Bösewichte nehmen meine Bots auseinander und ich habe wirklich keine Lust, das hinterher aufzuräumen. Diese Standbilder. Ja, es ist okay, fliegt einfach direkt über alles drüber. Zurück. Bei ihnen kann ich mich darauf immer verlassen. Im Gegensatz zu gewissen anderen Leuten. Meine Bots werden angegriffen. Meine Bots werden angegriffen. Ja.
Der Angriff des Feindes wird bald über uns kommen. Ja. Ich bin hier. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Nein, ihr Carriers. Meine Bots haben mir Terrazin gebracht. Okay, also zumindest für mich ist das eine gute Nachricht. Ich bin hier in den Schatten. Die Korsaren dort. Kalt ist die Leere. Boah, ist das hier nervig mit denen. Oh, wir machen hier diese Blitze aus dem Boden, ihr könnt uns nicht mehr angreifen. Sieht aus, als hätten sie einen weiteren Gleiter gefangen. Sie wissen, was sie zu tun oder zu lassen haben, werte Kommandanten. Oh, mein allerliebster Bot. Ohne dich kann ich nicht sein. Ohne dich. Ich habe jetzt fast genug, Terrazin. Weiter so, werte Kommandanten. Der Feind ist getarnt. Vorsicht! Dies sind die letzten Geysire. Die letzten ihrer Art. Ganz allein in der Weite des Weltalls. Wissen Sie, mir ist noch nie aufgefallen, dass diese Dinger hier herumschweben. Ich frage mich, wo sie herkommen. Ist jetzt Dingens gestorben? Ach, weil er da oben angerannt ist. Alles klar. Stimmt, da wäre auch Cousin. Piu piu. Ich orte feindliche Streitkräfte, die sich auf meine Bots zubewegen. Die sind wirklich hartnäckig hinter dem Terrazin her. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Der Feind greift meine Bots an. Sowas wollen die hier die großen Kommandanten spielen, aber können nicht einmal anständig die Aggro halten. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Lasst sie. Was wurde für die Ewigkeit gebaut und wird trotzdem gerade zerstört? Meine Bots natürlich! Meine Bots nehmen Schaden! Schweren, schweren Schaden! Ich krieg die um nicht weg. Sie sind Schäfchen, die einen Hirten benötigen, denn da draußen treiben sich zahllose Wölfe herum. Ach, da unten. Aber der ist weg, der ist weg, der ist weg, der ist weg. Bereit. Der Feind bewegt sich auf unsere Basis zu. Und diese Standbilder, die ich habe.
Arbeiter. Ja, nicht mehr, hab noch 10 Stück. Ja, der ist auf der, den sollten sie eigentlich nicht mehr einholen können. Jeder macht Skytos. Alter, das haben wir noch geschafft. Vorhin auch noch beide Bonusmissionen. Das Gute ist bei der Bonusmission, wenn ihr nur eine Einheit das angreift, dann stoppt das ja. Deswegen habe ich einen Hydralisten in der Zwischenzeit dort einfach die ganze Zeit angreifen lassen.